Sie haben einen komischen Geschmack, was Gedichte angeht. Ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr mit Rechtsklick auf meine. Ich kann nicht mehr mit Rechtsklick auf meine Erinnerungen und so zurufen. Ja, ich komme ja gleich. Schauen, ob sich hier irgendwas verändert hat. Warum liegt hier ein roter Käfer? Der war hier vorher aber noch nicht drin. What the fuck ist hier los? Okay, wir schauen mal, wer da geklopft hat. Ja, ich komme ja. Jemand hat an meine Tür geklopft. Wo ist er? Warum ist hier alles stockfinster? Draußen wirkt alles so ruhig und der Mond ist die einzigste Lichtquelle. Was ist hier los? Es ist dunkel. Was passiert hier? Ja, das wüsste ich auch gern. Wir gehen lieber wieder rein. Wieso ist der Fernseher an? Was ist mit dem Radio los? Redet da jemand? Was ist das? Ich habe das Radio ausgemacht. Kann das nicht umstellen. Was zum Henker? Wieder? Wer ist da? Es hat schon wieder geklopft, aber da war doch gerade niemand. Was ist hier los? Das zu bedeuten? Oder ist das nur ein Traum? Was zum Henker? Was geht hier vor sich? Hallo? Ich habe meine Stromrechnung bezahlt. Alter, keinen Scheiß machen hier. Was zum Henker? Was war das? Sind wir tot? Was war das? Krankenhaus von Wellsmoor, 6. November 2011. What the fuck? Hören Sie, ich muss Sie etwas fragen. Heute am frühen Morgen ist er mehrmals aufgewacht. Er war überzeugt, dass auf seiner Brust ein seltsames Wesen sitzt, das nicht will, dass er aufwacht. Leidet er unter Albträumen oder so etwas? Ich weiß nicht, was Sie meinen. Okay. Vermutlich Arthur. Waren nur beruflicher Stress und zu wenig Schlaf daran schuld. Sie sind sein Freund. Sagen Sie ihm, er soll Urlaub machen. Einen langen Urlaub. Er kann ihn brauchen.
Der Arzt. Das war doch gerade Arthur, unser Kollege. Wir sind im Krankenhaus. Hat er uns gefunden? Zweiter Tag nach der Beobachtung am Krankenhaus. 8. November 2011. Was geschieht mit mir? Man hat mich auf unbestimmte Zeit vom Dienst suspendiert. Der Arzt sagt, ich hatte einen Nervenzusammenbruch. Sie haben gesagt, dass ich vor 3 Nächten entsetzlich geschrien und alle im Haus aufgeweckt habe. Ich kann mich nicht daran erinnern. Was ist mit mir los? Warum träume ich so intensiv? Ich glaube, es hat mit dem Fall zu tun. Warum interessiert mich der Fall so? Wenn ich ihn lösen könnte, würde ich auch ein paar der anderen Dinge verstehen, die mir passieren. Sehen wir uns gerade selber im Bett liegen? Das ist ja gerade mal eine interessante Perspektive. Oh. Ich bin zurzeit nicht zu Hause. Bitte hinterlassen Sie eine Nachricht nach dem Signal. Hi Howard, ich wollte nur kurz hören, ob alles in Ordnung ist. Du hattest einen schweren Nervenzusammenbruch. Mach mal Urlaub, Kumpel. Ich ruf später nochmal an. Pass auf dich auf und bis bald. Ich hatte keinen Nervenzusammenbruch, das habe ich mir doch nicht eingebildet. Stehen wir erstmal auf. Ich sollte meine Medizin nehmen, die mir der Arzt verordnet hat. Na gut, das machen wir gleich. Kann ich jetzt wieder... Ach, jetzt darf ich wieder aufrufen. Laut nur das Fluch der Arzt. Achso, das sind die beiden Höraktionen, die ich habe. Gut. Wir holen uns aber noch das nächste Gedicht gerade. Monsterauge. Ich sah den Mond ganz furchtbar und bleich, wie er mich anblickt aus seinem dunklen Reich. Ein starrender Blick, den kein Blinzeln entweicht, dem Auge eines monströsen Gottes gleich. Winde brüllten und jagten die Sterne hinfort, doch das Monsterauge ist immer noch dort. Als ob es mich hasst, so starrt es mich an. Da schrie ich, was habe ich dir getan? Und das Auge erwidert in misstönendem Reim, du warst verflucht, du des Teufels Lakai. Doch weh mir, denn nun, da mein Licht dich sucht, seh ich, dass du es bist, der mich verflucht. Du dreister Räuber des Sonnenlichts, du bist vergänglich, ohne sie bist du nichts. Monster, lenk deinen Blick nicht zu mir, denn naht die Sonne, ist es aus mit dir. Der leblose, blasse, böse Wächter der Nacht schrie auf, dass sich die Wolken verbargen und die tosenden Winde plötzlich erstarben und lauschten, womit er mir nun Angst macht. Doch das Auge tat nichts, es starrt nur auf mich, als würde es sagen, verdammt sei, ich verfluche dich. Spüre ab jetzt nicht als meine Feindschaft zu dir, bis nur noch Wolken dir die Ewigkeit erleichtern hier. Und immer noch starrt es mich an, jede Nacht. Monsterauge, sieh doch, wir sind gleich gemacht. Nur die Verdammten wandeln sicher in deinem Schein, bis die Sonne kommt und uns Hindernis zu sein. Holy. Der Herr Inspektor hier, Detective, hat aber wirklich einen sehr komischen Geschmack. Eine neue Nachricht. Erste Nachricht. Hi Howard, ich wollte nur kurz hören, ob alles in Ordnung ist. Du hattest einen schweren Nervenzusammenbruch. Mach mal Urlaub, Kumpel. Ich ruf später nochmal an. Pass auf dich auf und bis bald. Gut. Arthur macht sich anscheinend Sorgen um uns. Sehr gut. Ich würde gerne nochmal schauen, ob ich die Waffe mittlerweile mitnehmen kann. Wahrscheinlich nicht, okay. Aber wir wissen ja, wo sie im Fall der Fälle versteckt ist. Gut, dann nehmen wir mal unsere Medizin in der Hoffnung, dass da nicht wieder irgendwer drin steht und uns ins Fell will. Diesmal scheint niemand hier zu sein.
unsere Toilette. Wir haben hier sehr wenig Licht, muss ich leider sagen. Okay, Tabletten hier drinnen. Ah, hier ist die Medizin, die wir nehmen müssen. Okay. Anscheinend haben wir sie genommen. Organizer von Clark Field. Ich habe ihn im Boden geöffnet, stimmt. Ah, natürlich ein Passwort. Eine Zahlenkombination. Das Passwort. Passwort vergessen, Leertaste drücken. Kleine Erinnerung, wann wird die siegreiche Hexe wiedergeboren? Okay, Moment. Der Organizer zeigt eine Erinnerungsfrage für das Passwort an. Wann wird die siegreiche Hexe wiedergeboren? Das ist ein Datum für die Hexe. Was wir wahrscheinlich schon in irgendeiner der Geschichten erfahren haben. Ich bin nicht gut im Merken. Huch! Die siegreiche Hexe, wann sind sie wiedergeboren? Ich denke immer, es ist Klopfen, aber es ist die scheiß Tür, die wieder zugeht. Aber was machen wir jetzt? Ich habe meine Pillen genommen. Wieder schlafen gehen? Ist eigentlich auch keine Option, oder? Ich will nicht schlafen. Ja, ist ja gut. Die siegreiche Hexe. Wann wird diese wiedergeboren? Das zeige ich euch allerdings erst in der nächsten Folge. Bis dahin. Ciao.